Hallo und herzlich willkommen bei Nadja Nero TV. Ich habe ja letzte Woche schon einen Intermediate-Trick gemacht und ich dachte mir, wir machen direkt nochmal einen, weil wir in letzter Zeit super viele Beginner-Sachen gemacht haben und mittlerweile sind ja bestimmt schon ein paar von euch, wenn selbst wenn sie am Anfang noch Beginner waren, seit es meine Videos gibt, sind sie jetzt schon alle fortgeschritten, bin ich ganz sicher. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal ein paar Intermediate-Tricks nochmal einwerfen. Und einer meiner Lieblingstricks ist der Iguana. Ich finde ihn mega toll, den Iguana. Und es gibt verschiedene Eingänge natürlich. Und ich zeige euch jetzt mal so meinen Favorite-Eingang, weil man den vor allem bei Spinning-Combos richtig schön machen kann. Es gibt aber auch mehrere Eingänge, aber da es ja ein Pole Dance Basics Video werden soll, geht es jetzt erstmal nicht um die Eingänge. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal ein anderes Video zu. Aber jetzt erstmal mein Eingang aus dem Inside. Aus dem Inside Leg Hang gehe ich da am liebsten rein. Und ich zeige es euch jetzt einmal auf Static, damit ihr das auch sehen könnt, weil man kann es natürlich auch super schön auf Spinning machen, aber ja. Das ist ein bisschen blöd zum Gucken. Wie gesagt, wenn ihr es auf Static könnt, könnt ihr es auf Spinning üben. Das finde ich noch schöner. Also, ich zeige es euch einmal. Und ich muss mal gucken, welches die richtige Perspektive ist. So, was habe ich gemacht? Ich bin erstmal in den Outside gegangen und dann in den Inside, damit ich mit meinem Oberkörper horizontal bleibe, damit ich meine Hände gut setzen kann. Weil ich will nämlich erstmal in den Inside gehen und dann greife ich mit einer Hand hinter den Rücken, also mit der äußeren Hand, und mit der anderen Hand quasi zwischen Hüfte und Oberschenkel. Ich gucke mal, dass ich das so mache, dass ihr das einmal sehen könnt. Also. So, jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Eine Hand hinter den Rücken, andere Hand hier zwischen. Ja? Da kommen erstmal die Hände rein, weil wir drehen uns dann quasi in den Iguana rein. Und zwar gehe ich erst in den Outside und dann drücke ich mich unten erstmal weg, dass ich wechseln kann in den Inside. Dann bin ich erstmal in so einem Flatline Scorpio quasi, weil dadurch kann ich auch mit meiner äußeren Hand hinter den Rücken greifen. Und mit der anderen, wie gesagt, zwischen Hüfte und Oberschenkel. Von da kommt mein hinteres Bein auch an die Stange. Aber so, dass ich es schön auswärts drehe. Ja? Weil wenn das so ist, komme ich hier nicht vorbei. Und ich will ja danach hier vorbeikommen. Das heißt, ich muss es richtig schön auswärts drehen, damit das Bein gleich hier vorbeikommen kann. Das heißt, leicht gebeugt und schön auswärts gedreht, das Bein einmal ranpacken. Ich zeige mal nur, dass wir den Bein jetzt dran tun. Ich bin hier, ich bin da. So, ich bin jetzt drin. Jetzt kommt mein Bein von außen ran und das andere kommt weg, weil das will gleich hier durch. Als nächstes wollen wir wirklich, Bein muss die ganze Zeit auswärts bleiben. Das Bein, was vorher im Inside war, geht langsam durch. Und das Wichtigste, ich hatte das schon so oft mit Schülern, das Wichtigste dabei ist wirklich, dass wir gleichzeitig das Bein durchnehmen und die Hüfte drehen. Weil wenn die Hüfte, also wenn eins von beiden zuerst passiert und das andere noch nicht passiert ist, dann kommt ihr nicht vorbei. Dann hakt ihr irgendwo. Das heißt, ihr müsst, wie gesagt, gleichzeitig mit dem Bein durchsteigen und die Hüfte reindrehen. Die Hände müssen ja relativ nah zusammen sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass der andere Arm nicht hier ist, sondern wirklich hier. Dass wenn ihr dann dreht, dass die Hände schön übereinander hängen. Ihr könnt auch ein bisschen nachrutschen. Wer Probleme mit dem Daumen hat, ich habe das zum Beispiel, dann könnt ihr auch erst in den Cup greifen und dann, wenn ihr durchsteigt und die Hüfte sich ja eh dreht, dann könnt ihr umgreifen. Also das mache ich immer so, weil ich das nicht mag, über den Daumen so, also da so drauf zu liegen auf diesem Daumenknochen. Deswegen ich mache immer erst Cup und sobald die Hüfte dann einmal sich rumgeschoben hat, schiebe ich kurz meinen Daumen wieder zurück. Hinter den Rücken, erst im Cup für mich. Dann ran.
Dann Oberkörper tief. Jetzt Bein durch und gleichzeitig Hüfte vorbei. Und dann könnt ihr einmal öffnen. So, und jetzt versuche ich noch einmal, euch was von der Seite dann zu zeigen, damit ihr auch sehen könnt, was ihr noch alles machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel oben auch ein Bein dran lassen und in so einen Spagat runtergehen. Ihr könnt aber auch beide Beine, wie ich es gerade schon gemacht habe, nach hinten klappen. Also da gibt es verschiedene Varianten. So, dann kann man zum Beispiel hoch und in den Split ziehen oder in den Backbend. Genau, nochmal Wiederholung. Also ich gehe erst outside, dann in den inside über so ein Flatline Scorpio, damit ich horizontal Oberkörper bin. Äußere Hand geht nach hinten, wer möchte, gerne Cup Grip, weil dann rollen wir nicht über den Daumen so drüber, wenn wir uns nach unten mit dem Oberkörper legen. Dann könnt ihr im Nachhinein den Daumen aber auch rumnehmen. Die andere Hand ist zwischen Hüfte und Oberschenkel. Dann kommt das äußere Bein auswärts gedreht an die Stange und das Bein, was vorher im Inside war, löst sich und kriecht einmal durch das Loch durch und Hüfte geht gleichzeitig rum. Und dann sind wir im Iguana. Also ich finde ihn auf jeden Fall mega cool und ich finde ihn auch auf Spinning mega cool. Müsst nur gucken, dass ihr dann nicht zu schnell werdet, wenn ihr den auf Spinning macht. Und dann ist es ein bisschen scary, weil dann könnt ihr immer erst den Fuß auch hinten lassen. Und dann erstmal den anderen Fuß runterziehen und dann gucken, ob ihr stabil werdet. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich liebe den Trick sehr und ich hoffe, ihr auch bald. Mir fällt nicht mehr ein, was ich noch sagen wollte. Deswegen einfach liken, würde ich sagen. Und mir gerne auch eure Intermediate-Trick-Wünsche in die Kommentare packen. Und abonnieren. Bis nächste Woche.